Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute hier bei Rico TV mit einer ganz speziellen Ausgabe. Und zwar geht es heute um das Schächten. Das Schächten, das ist das betäubungslose Schlachten. Selbstverständlich hat man uns im Vorfeld gewarnt, man sollte dieses Thema vielleicht nicht doch so heikel oder speziell ansprechen, weil man könnte gewisse Bevölkerungsgruppen damit beleidigen, wenn wir uns negativ über das Schächten äußern oder ausdrücken oder negativ berichten, wie auch immer ihr das jetzt nennen wollt. Aber meine lieben Zuschauer, das betäubungslose Schlachten ist in Deutschland teilweise legal und alles, was legal ist, darüber dürfen wir natürlich auch berichten und euch erklären, wie das funktioniert. Ihr seht jetzt da oben in der Ecke unter dem Logo eine Uhr, die rückwärts läuft. Wenn ihr einen schlechten Magen habt, dann würde ich euch vorschlagen, schaut euch dieses Video an, bis diese Uhr abgelaufen ist. Und wenn die Uhr abgelaufen ist, dann schaltet ihr lieber aus. Weil danach zeigen wir euch mit echten Bildern, was in Deutschland tatsächlich legal ist. Zu Beginn möchte ich euch kurz aufklären. Nicht einfach nur ich werde euch heute etwas erklären, wir machen das so ein bisschen stepweise. Ich werde ein bisschen was erzählen, dann blende ich euch einen Vortrag ein, dann erzähle ich wieder was, dann wieder einen Vortrag, damit es auch ein bisschen abwechslungsreich wird. Und zwar habe ich mir als Hilfe geholt den Mufti Ismail Menk aus Indonesien. Der hat einen sehr interessanten Vortrag gehalten und erklärt, warum wird halal geschlachtet, betäubungslos, wieso wird das gemacht, was für ein Grund steckt dahinter und so weiter und so fort. Und damit ihr wisst, wer das ist dieser nette Herr hier, das ist Ismail Menk, der Mufti Ismail Menk aus Indonesien. Und wie gesagt, der hat einen tollen Vortrag darüber gehalten und dieser Vortrag, der wurde kinderfreundlich animiert von einer Firma, die blende ich jetzt da ein. Und dieses Studio hat diesen Vortrag kinderfreundlich animiert und diese Bilder werde ich euch gleich natürlich zeigen, weil wir wollen ja auch ein bisschen kinderfreundlich sein. Vielleicht schaffen wir das ja auch nochmal in den Kika mit unserem Vortrag. Die Originalvideos könnt ihr selbstverständlich euch bei YouTube angucken. Den Link zu dem Originalvortrag und dem Link zu diesem animierten Video habe ich euch mit in der Beschreibung reingehauen, damit ihr auch die Quellenangabe wisst. Denn wir werden nur kleine Ausschnitte benutzen und falls ihr nachher sagt, wir haben das aus dem Kontext gerissen, könnt ihr euch das Original angucken und sehen, das haben wir nicht. Also, wir fangen jetzt einfach mal an. Der Mufti Menk wird jetzt uns erklären, was überhaupt hinter diesen betäubungslosen Schlachten steckt, warum man das überhaupt machen muss. Und dann sehen wir beide, oder wir alle, uns gleich wieder. All the creatures have been given life by the Almighty. What gives me the right to take the life of a cow away? I don't have the right. Well, under certain conditions you may be granted permission to take that life away in a specific way. From the point of its birth to the point of its slaughter is extremely important. You need to be completely humane, even with animals. You need to treat them, give them that life that they deserve, feed them properly, give them that air and the space. Meine lieben Zuschauer, dem kann ich mich natürlich anschließen. Ich persönlich sage natürlich auch, das, was der Mufti Menk gerade gesagt hat, die Tiere müssen vernünftig behandelt werden, die müssen gut behandelt werden, vernünftig gefüttert werden, brauchen Auslauf und all so etwas. Aber das braucht der Mufti Menk mir nicht erzählen, weil das ist natürlich erstmal selbstverständlich und zweitens wurde das natürlich auch in unserem Tierschutzgesetz, das wir hier in Deutschland haben, auch schon verankert. So, nun kommen wir aber mal langsam zur Schlachtung hin. Und zwar wir in Deutschland, wir haben unsere Tierschutzgesetze und das verbietet, dieses Tierschutzgesetz verbietet das betäubungslose Schlachten. Wir haben hier in Deutschland hauptsächlich natürlich den Elektroschock, den wir ganz gerne benutzen. Es gibt auch ein Bolzenschussgerät oder sonstiges. Aber ein Elektroschock wird sehr oft benutzt. Da wird das Tier mit einem Stromschlag betäubt und wenn es dann betäubt ist, wird es dann geschlachtet. Somit wird das Tier vom Schlachtvorgang selber nichts mitbekommen und das Tier ist eigentlich, ja, sagen wir mal, friedlich eingeschlafen und dann für uns gestorben, damit wir es schlachten und essen können. Mufti Menk hat aber auch eine Meinung über unser System und zwar über diesen Elektroschock. Und was der Mufti Menk über einen Elektroschock, also eine Betäubung mit Elektroschock hält, das sehen wir jetzt. Sometimes people hack these animals to death. People say you need to stun these animals. Did you know that there is research that proves that stunning an animal actually creates greater pain than if you don't stun the animal? People say how? Go and check. So we are to use a sharp blade, quick slice. If you were to slice it, the message will not go from the bottom to the top, nor from the top to the bottom, because the jugulars are gone.
Ja, meine lieben Freunde, habt ihr gerade gehört, was der Mufti Menk gesagt hat? Mufti Menk hat gesagt, ein Tier mit einem Elektroschock zu betäuben. Und seht euch nochmal das Bild an von dem Übeltäter. Sieht sehr europäisch aus. Also Propaganda haben wir gleich mit in diesem Video. Also ein Tier mit einem Elektroschock zu betäuben, das wäre ja absolut grausam und für das Tier viel, viel schmerzvoller. Und das Huhn selber, da, möchte ganz gerne mit einem Messer getötet werden. Und das wurde uns natürlich dann auch erklärt, denn da wird, so sagt Mufti Menk, der Hals durchgeschnitten und dadurch sind die Nerven durchtrennt und das Schmerzbewusstsein bzw. dieser Befehl für den Schmerz kann durch die Nerven nicht mehr transportiert werden. Somit gibt es keine Schmerzen und es wäre absolut human und genau in Gottes Willen, also in deren Gottes Willen. Jetzt, meine lieben Zuschauer, lese ich euch einfach mal vor, was... Moment. Okay. Entschuldigung. Ups, falsche Seite. Ich lese euch jetzt vor, was der Deutsche Tierschutzbund e.V. auf seiner Homepage zum Nachlesen, das ist übrigens auf dieser Homepage zu finden, was dort steht. Und dort steht, unter Schächten versteht man die Schlachtung eines Tieres ohne vorheriger Betäubung. Einem unbetäubten Tier wird der Hals mit einem Messer von der Kehle aus durchschnitten. Dabei werden bei vollem Bewusstsein Haut, Muskeln, die Halsschlagader, die Luft- und Speiseröhre sowie die daneben befindlichen Nervenstränge durchtrennt. Die Tiere durchleiden einen Todeskampf, der Minuten andauern kann, mit höllischen Schmerzen, Atemnot und Todesangst, bis sie schließlich verbluten. Dieses betäubungslose Schlachten ist Bestandteil verschiedener Religionen und kann vor diesem Hintergrund auch in Deutschland praktiziert werden. Bei normalem Schlachten, so wie es tagtäglich auf unseren Schlachthöfen stattfindet, sterben die Tiere ebenfalls durch Verbluten. Hier werden die Tiere jedoch zuvor betäubt, so dass das Schmerzempfinden und die Wahrnehmung ausgeschaltet sind und die Tiere vom eigentlichen Schlachtvorgang nichts mitbekommen. Das, meine lieben Freunde, ist auch so geregelt im Tierschutzgesetz. Wir haben das Tierschutzgesetz unter Paragraph 4. Und Paragraph 4a, glaube ich, war das, ist geregelt, dass ein Tier betäubt werden muss. Natürlich gibt es Ausnahmeregelungen, aber da kommen wir später nochmal zu. Die Frage ist jetzt nur, ist das richtig, was Mufti Menk uns sagt, oder ist das richtig, was uns der Deutsche Tierschutzbund erzählt? Fakt ist, ich habe mich mit einem Arzt unterhalten und ein Arzt, ein Mediziner, hat mir versichert und bestätigt, dass die Nervenstränge für den Schmerz nicht vorne am Hals entlang gehen, sondern mehr im Bereich der Wirbelsäule. Und wenn die Wirbelsäule durchtrennt wird komplett, dann wäre wohl das Schmerzempfinden weg. Aber solange das nicht der Fall ist, wäre das beim Schächten nicht der Fall. Und das, was der Tierschutzbund hier geschrieben hat, ist tatsächlich richtig. Es ist ein qualvoller Tod, den die Tiere dort erleiden müssen. Und das ist nicht im Sinne des Tierschutzgesetzes. Natürlich sieht der Mufti Menk das ein bisschen anders. Und Mufti Menk erzählt auch darüber, dass er auch Schlachthöfe gesehen hat, die nicht halal schlachten. Und was er dort gesehen hat und wie das so ist, das erzählt er auch in einem kurzen Satz. Den blende ich euch gleich noch einmal ein. Und dann treffen wir uns für die Fakten wieder. If you were to look at abattoirs that belong to non-Muslims, they are very barbarically run. To be honest with you, I've visited, I've seen, we are so shocked, nauseating. And people say, yeah, you guys are doing something that's very barbaric. Oh, come and see, we'll show you. Show you how it's done, come. Ja, meine lieben Zuschauer, jetzt haben wir gerade gehört vom Mufti Menk selber, dass das barbarische Schlachten bei uns in den Nicht-Halal-Schlachthöfen stattfindet. Ja, meine lieben Zuschauer, jetzt gibt es bestimmt den einen oder anderen von euch, der jetzt sagt, ja, das gibt es auch bei uns, das ist auch richtig. Es gibt natürlich auch bei uns in den Schlachthöfen teilweise... Ja, ich nenne sie jetzt mal Arschlöcher, die die Tiere nicht richtig betäuben und einfach so schlachten, die die Tiere schlagen, quälen, treten oder sonstiges. Ja, das gibt es, meine lieben Zuschauer. Es gibt aber einen Unterschied zwischen dem Halal-Schlachten. Bei uns ist es verboten. Bei uns machen das Verbrecher. Wenn das Halal-Siegel drauf ist, dann ist genau das Gleiche legal und wird nicht bestraft. Das ist der einzige Unterschied. Und nun, wie versprochen, ein paar Fakten. Und zwar, wie ich vorhin schon einmal kurz erwähnt habe, das betäubungslose Schlachten ist in Deutschland verboten. Dies regelt das Tierschutzgesetz Paragraph 4 Nummer 1 und Paragraph 4a Nummer 1. Aber wir sind ja hier in Deutschland, da gibt es natürlich immer wieder Ausnahmen.
Und auch für diese Ausnahme gibt es auch ein Gesetz, denn wir haben ja für alles ein Gesetz, wie ihr wisst. Und zwar ist die Ausnahme in Paragraph 4a Nummer 2 Absatz a geregelt. Und dort ist es religiösen Gemeinschaften bei zwingenden Vorgaben gestattet, halal oder so betäubungslos zu schlachten. Dafür muss aber ein zwingender Grund vorliegen und das muss auch beim Veterinäramt angemeldet werden. Mit dem Veterinäramt gibt es aber ein kleines Problem und da möchte ich euch jetzt kurz einen Ausschnitt zeigen, den ich im vergangenen Jahr im Sommer 2018 aufgezeichnet habe. Und zwar ein Interview mit der Fraktionsvorsitzende der AfD in Niedersachsen, das ist die Dana Gut. Die hat uns etwas über das Schächten und das betäubungslose Schlachten erzählt und das blende ich euch einmal eben kurz ein, was sie dort im Bezug des Veterinäramtes gesagt hat. Die Ausnahmegenehmigung erteilen die zuständigen Veterinärämter in den jeweiligen Landkreisen. Leider Gottes ist für uns absolut unmöglich herauszufinden, welche Veterinärämter das sind, weil über dieses ganze Thema wirklich eine Decke des Schweigens gebreitet wird. Wir haben diesbezüglich mehrfach Anfragen an den Niedersächsischen Landtag gestellt und haben dort jeweils immer nur ablehnende Antworten mit dem Verweis auf den Datenschutz erhalten. Ja, meine lieben Zuschauer, ich frage jetzt, wo ist da der Datenschutz, wenn eine religiöse Gemeinschaft oder ein Schlachtbetrieb, wie auch immer, so einen Antrag stellt auf eine Sondergenehmigung, um damit ein Gesetz auszuhebeln oder zu umgehen? Wo ist da der Datenschutz? Warum dürfen wir das nicht erfahren? Warum können wir darüber keine Informationen bekommen? Das, meine lieben Zuschauer, solltet ihr mal lieber in Frage stellen. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, denn warum hat man ein Interesse daran, solche Leute nicht zu benennen? Weil wenn das ja alles so toll ist, wir sind ja eine tolerante Gesellschaft, warum kann man dann diese Leute nicht namentlich benennen oder die Organisation, Betriebe, wie auch immer? Finde ich ein bisschen merkwürdig. Die AfD im Niedersächsischen Landtag hat auch schon versucht, das betäubungslose Schlachten zu unterbinden. Und zwar habe ich mir das hier mal ganz schön alles rausgesucht. Und zwar ging das los im März 2018. Im März 2018 hat die AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag einen Antrag gestellt, dass das betäubungslose Schlachten grundsätzlich verboten ist und es auch keine Sondergenehmigung geben soll. Im April 2018 haben dann alle anderen Fraktionen, auch die Grünen, wohl bemerkt, abgelehnt. Aber es wurde gesagt, dass die Landesregierung sich mit muslimischen Glaubensgemeinschaften treffen will und darüber reden will. Ich habe mal eben kurz eine Frage. Wir kennen ja alle die Grünen, Umweltpartei, Tierschutzpartei. Aber wenn es ums betäubungslose Schlachten geht und wir haben ja heute gerade gelernt, wie bestialisch und brutal und qualvoll das ist, warum wird das von den Grünen überhaupt geduldet? Warum? Diese Frage könnte ich mir selber beantworten. Aber ich frage euch mal, warum wird das geduldet, dass Tiere gequält werden? Besonders von einer Partei, die für Flora und Fauna da ist. Denkt mal drüber nach. Dann gab es im August 2018 endlich diese Gespräche mit den muslimischen Verbänden. Allerdings, diese Gespräche blieben bei kaum vorhandener Teilnahme ergebnislos. Das heißt, muslimische Verbände hatten anscheinend kein Interesse, sich mit der Landesregierung über dieses Thema zu unterhalten, sind einfach gar nicht hingegangen. Auch schon wieder merkwürdig. Noch im selben Monat, im August, nachdem das alles gescheitert ist, startete die AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag eine Kampagne, und zwar die MeToo-Kampagne. MeToo, wie der Name schon sagt, ist abgeleitet von der MeToo-Kampagne. Und die MeToo-Kampagne ist dafür gedacht, um den Tierschutz hier in Deutschland auch tatsächlich umzusetzen. Das, was wir an Gesetze haben, muss auch umgesetzt werden. Dann haben wir, meine lieben Zuschauer, im April 2019 ein erneuter Antrag der AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, um das betäubungslose Schlachten zu unterbinden. Und genauso wie im vergangenen Jahr ist schon wieder von allen anderen Parteien, auch von den Grünen, dieser Antrag abgelehnt worden. Ein erneutes Mal, aber die AfD-Fraktion hat es zumindest versucht. Jetzt, meine lieben Zuschauer, kommt das Interessante. Und zwar im Juli 2019. Oh, Entschuldigung, ich habe einen vergessen. Im Juni 2019 wurden dann 200 Tiere legal geschlachtet. Und wir betonen 200 Tiere legal. Wer weiß, was die schwarzen Zahlen sind? Denn wer weiß, was in irgendwelchen Privathaushalten in der Badewanne geschieht oder in irgendwelchen Hinterhöfen? Da müssen eigentlich noch weitaus mehr gewesen sein. Aber das ist nur eine Vermutung, das kann man natürlich nicht belegen.
Jetzt kommt der Hammer, von dem ich eben geredet habe. Im August 2019 hat dann tatsächlich die CDU im Niedersächsischen Landtag beantragt, das betäubungslose Schlachten zu verbieten. Meine lieben Freunde, da muss ich ehrlich sagen, das ist etwas zum Feiern, wenn die CDU, die christlich-demokratische Partei hier in Deutschland, endlich mal eingesehen hat, dass das schlecht ist. Ja, das Problem ist nur, es haben dann sehr viele muslimische und jüdische Verbände dagegen protestiert. Die fanden das nicht toll. Okay, kann ich nachvollziehen, dass die persönlich das nicht toll finden. Aber dann hat unsere deutsche Partei, die CDU, gesagt, okay, wir rudern dann mal eben ein bisschen zurück. Dieser Antrag wurde dann also nicht mehr weiter umgesetzt und ja, er wurde dann also wieder fallen gelassen. Das heißt, zuerst waren wir alle ganz glücklich, die CDU hat es eingebracht, nur weil dann irgendwie ein paar Minderheiten sich beschwert haben, hat die CDU das natürlich wieder rückgängig gemacht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich für etwas entscheidet, dann muss man auch bei seiner Entscheidung bleiben und man darf nicht einfach immer wieder seine Meinung ändern, weil das ist keine fachliche Politik, meine lieben Zuschauer, also ehrlich nicht. Aber gut, soweit erstmal die Fakten zu dem aktuellen Stand. Und kommen wir jetzt zu der Realität. Und wie wir sehen, die Uhr da oben ist schon fast abgelaufen. Der Mufti Menk hat uns ja gesagt, kommt, ich zeige euch, wie es in der Halal-Schlachtung ist. Nicht? Hier, Moment, da hat er das gesagt. Show you how it's done. Come. Und ich würde einfach vorschlagen, wir schauen uns jetzt mal eben kurz einen kleinen Bericht an, ein kleines Video über das Halal-Schlachten hier in Deutschland und, oder besser gesagt, über das Halal-Schlachten, wie es tatsächlich in der Realität aussieht und nicht mit diesen animierten da Hühnchen, was ja so toll aussieht. Wir gucken uns jetzt die Realität an und wenn ihr einen schlechten Magen habt, dann, meine lieben Zuschauer, solltet ihr jetzt mal eben kurz einen Kaffee trinken gehen. From the point of its birth to the point of its slaughter is extremely important. You need to be completely humane, even with animals. You need to treat them, give them that life that they deserve, feed them properly, give them that air and the space. And people say, yeah, you guys are doing something that's very barbaric. Oh, come and see, we'll show you. Show you how it's done, come. Show you how it's done, come. Smile to your face and whisper, this world is mine. Everyone's friendly, no one needs to cry. I wish that I hadn't thought so when I was playing with the bees. You need to be completely humane, even with animals. Give them that life that they deserve. Feed them properly. Give them that air and the space. From the bottom to the top, no, from the top to the bottom, because the jugulars are gone. The message will not go from the bottom to the top, no, from the top to the bottom, because the jugulars are gone. You need to be completely humane, even with animals. You need to treat them, give them that life that they deserve, feed them properly, give them that air and the space. In the name of the giver of the life here, I'm taking this by your permission. Such a humane way, beautiful, that is termed halal. You are taking the life away only for eating purposes, consumption. We took into consideration every rule that you have put and we have actually fulfilled everything. So we hope we will now get the blessing of the food that we put into our mouth.
Meine lieben Zuschauer, habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr gesehen, wie diese Kuh in dieser Foltermaschine gewesen ist? Was für Panik diese Kuh gehabt hat? Oder das kleine Lamm, das uns gezeigt wurde, das weiße Lamm, dem wurde die Kehle durchgeschnitten und es hat trotzdem wieder versucht aufzustehen. Es wollte einfach am Leben bleiben, es wollte überleben. Und was haben die Leute gemacht? Was haben diese Schlachter, die Schächter dort getan? Haben einfach die Nächsten genommen, Kehle durchgeschnitten und einfach oben drauf geschmissen. Diese Tiere, die wurden einfach nur wie Abfall behandelt. Und das Schlimme, das wirklich Schlimme ist, das alles bei vollem Bewusstsein. Diese Tiere, die haben mitbekommen, was dort los ist. Nach unseren Gesetzen, nach unserem Tierschutzgesetz muss ein Tier vorher betäubt werden und dieses Tier erfährt gar nicht mehr, was dann geschieht. Das ist eine humane Schlachtung. Das ist das, was wir in Deutschland wollen und auch umsetzen. Aber nein, wir haben Sondergenehmigungen für gewisse Kulturen, um zu zeigen, wie tolerant wir sind. Aber was ist mit der Toleranz den Tieren gegenüber? Wo ist die geblieben, frage ich euch. Diese treten wir mit Füßen, nur damit wir andere glücklich machen wollen. Und zwar mit etwas, was gar nicht zu uns gehört. Das betäubungslose Schlachten, das Schächten, das Halal gehört nicht zu unserer Kultur. Und ich sage ganz klipp und klar, oder wir von Rico TV sagen ganz klipp und klar, das wollen wir hier in Deutschland nicht haben. Und wir wollen nicht, dass es hierfür Sondergenehmigungen gibt, denn die Sondergenehmigung schreibt vor, es darf nur in zwingenden Fällen geschehen. Und ich persönlich sehe hier keine zwingenden Fällen, denn kein Mensch ist dabei zu verhungern, wenn es dieses Halal-Fleisch nicht gibt. Wenn eine Kultur sagt, sie dürfen nur dieses Fleisch essen, dann, meine lieben Zuschauer, muss ich leider sagen, es tut mir leid, dann müsst ihr das so machen wie die Grünen. Die Grünen schreiben ja vor oder die Grünen sagen ja, werdet Vegetarier, esst weniger Fleisch. Dann sage ich dieser Glaubensgemeinschaft, wer kein normal geschlachtetes Fleisch essen darf, der soll dann eben Vegetarier werden. Dann müsst ihr eben Kartoffeln essen. Oder es gibt ja heutzutage schon einen sehr guten Fleischersatz. Es wird etwas als Fleisch verkauft, was gar kein Fleisch ist. Und ich habe es noch nicht probiert, aber es soll ja tatsächlich schon wirklich wie Fleisch schmecken. Dann werdet einfach Vegetarier. Ihr müsst keine Tiere betäubungslos schlachten. Werdet Vegetarier und gut. Und wenn ihr es trotzdem wollt, wenn ihr sagt, ihr wollt ein richtiges Steak essen, das muss aber halal geschlachtet sein, dann tut es mir wirklich leid, dann müsst ihr dahin gehen, wo es erlaubt ist. Geht einfach dahin, wo man halal schlachten kann. Aber versucht nicht, das hier in Deutschland einzuführen, denn da bin ich und noch viele, viele weitere absolut dagegen. Und das Gefährliche und das, was ich wirklich als gefährlich sehe, wo wird das enden? Es fängt immer klein an, wie ihr wisst, und es wird immer größer und das Gleiche ist mit der Toleranz. Die Toleranz, die Grenze der Toleranz wird immer weiter verschoben, immer weiter. Und wo soll das irgendwann enden? Wenn wir jetzt nämlich schon sagen, dass ein Gesetz außer Kraft gesetzt werden darf, weil wir tolerant sind, was machen wir dann mit anderen Gesetzen? Ihr wisst alle, es gibt Kulturen da draußen, dort ist ein Ehrenmord vorgeschrieben, um die Familienehre wiederherzustellen. Was ist, wenn jetzt hier in Deutschland die Familienehre von einer Kultur beschmutzt wird? Gibt es dann vielleicht demnächst auch noch eine legale Möglichkeit, dass man einen Mord begehen kann, um die Familienehre wiederherzustellen? Wenn man einen gewissen kulturellen Hintergrund hat zum Beispiel, wird es dafür Sondergenehmigungen geben? Jetzt sagt ihr da draußen natürlich immer alle, nein, das wird es nicht geben, aber woher wollt ihr das wissen? Die Toleranz, schaut euch die letzten Jahre an, es wird immer mehr Toleranz, Toleranz, Toleranz und demnächst, tja, wer weiß, vielleicht ist dann ja auch der Mord legal, um die Familienehre wiederherzustellen. Oder was ist mit Kulturen, wo man eine Frau, die Ehebruch begeht, mit Steinigung bestraft? Was ist, wenn jetzt jemand herkommt, der aus diesem Kulturkreis kommt und sagt, meine Kultur schreibt es vor, mein Glaube schreibt es vor oder wie auch immer? Werden wir dann demnächst auch Sondergenehmigung kriegen? Werden wir einmal pro Woche auf dem Marktplatz eine Steinigung sehen? Große Steine, kleine Steine, die kleinen Steine werden dann mit 7% versteuert und die großen Steine mit 19% oder so. Und der Staat kassiert auch noch ab. Das ist das, was wir uns mal hier drinne im Kopf mal ein bisschen genauer überlegen müssen. Ist es richtig, eine Grenze immer weiter zu verschieben, nur aus Toleranz? Ich sage ganz klipp und klar nein, denn wenn man einmal damit anfängt, hört man damit nicht mehr auf. Ich bedanke mich, dass ihr heute zugeschaut habt. Ich wünsche euch trotzdem noch fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Euer Florian von RicoTV.